Spiel 4. Hallo Joko, hallo Klaas. ProSieben hat mich für das nächste Spiel angefragt, da ich hier im Sender viel mit großen Bildern, also Big Pictures, zu tun habe. Und tatsächlich haben wir für euch ein paar riesige, eindrucksvolle Bilder vorbereitet. Aber wir haben uns entschieden, euch nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes zu zeigen. Denn schließlich wollen wir es euch ja nicht zu leicht, überhaupt leicht. Nein, eigentlich wollen wir es euch richtig schwer machen. Und wie schwer das Ganze wird, erfahrt ihr jetzt von Steven. Viel Spaß. Wer bin ich? Und wenn ja, wohin? Vielen Dank, Ayman. Ein wunderschöner Titel. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Auf dem LED-Boden wird gleich der Ausschnitt eines Bildes gezeigt, das sich über den ganzen LED-Boden erstreckt. Und wenn ihr schlau seid, dann könnt ihr anhand dieses Bildausschnittes einschätzen, wo sich andere Dinge auf diesem LED-Boden befinden. Dazu stelle ich euch eine Frage. Und ihr müsst euch dann genau dort positionieren. Es reicht, wenn einer von euch beiden nur dieses Feld, das ihr finden müsst auf dem LED-Boden, mit der Fußspitze berührt. Okay, verstehe. Ja? Ja. Das heißt, ihr seht einen Ausschnitt, ich stelle euch eine Frage. Also und Beispiel ist, wo ist Berlin, wo ist dann Hamburg? Genau, ja, sehr gut. Okay. Und ja? Sehen wir das auch auf dem Kontrollmonitor hier im Studio, dass man so eine drauf da oben hat? Meinst du? Ja. Ja, ja, cool. Seht ihr. Ja. Gut, wir starten direkt mit der ersten Runde. 7 spielen wir insgesamt. Und die Frage lautet, also denkt dran, ihr habt wieder Versuche. Wenn ihr verkackt, dann ist das doof. Ihr seht den Indischen Ozean. Mhm. Ich möchte von euch wissen, wo befindet sich das Mittelmeer. Da, wo wir stehen. Also ihr seht eine komplette Weltkarte auf dem LED-Boden. Wo befindet sich das Mittelmeer? Nur einer von euch beiden braucht das Mittelmeer mit der Fußspitze zu berühren. Und schon habt ihr diese Runde geschafft. Das ist Madagaskar. Dann ist das hier der Ausläufer von Afrika. Dann müsste... Dann bin ich hier. Das ist hier die Arabischen Emirate. Hier müsste so Mittelmeer sein. Ja, würde ich auch ungefähr sagen. Aber so vielleicht müssen wir uns ein bisschen besser verteilen. Also wir können beide verschiedene Positionen einnehmen. Ihr könnt beide verschiedene Positionen, aber ihr müsst stehen bleiben. Ne? Ihr könnt euch nicht hinlegen. Ist es nicht ein bisschen mehr hier so? Ja. Das ist die Weltkarte. Du machst heute irgendwie alles so sexy. Du läufst sexy. Stehst sexy. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass du das so wahrnimmst. Er ist einfach sexy. Ja, du bist sexy. Gut, ihr sagt, bleibt stehen bitte. Joko, du auch. Ihr sagt, das Mittelmeer befindet sich dort. Und wir lösen auf. Hey. Du stehst in Grönland und du stehst ganz weit weg. Sonst wo, ich bin fast schon wieder im Indischen Ozean. Ja, das Mittelmeer. Nicht geschafft, 4 Versuche. Wir kommen zur nächsten Frage und dem nächsten Ausschnitt. Guckt ihn euch an. Das ist das Bullseye einer Dartscheibe. Ich möchte von euch wissen, beziehungsweise ihr müsst diese Fläche finden, und zwar der Zahl 1. Ihr müsst die Fläche der 1 treffen. Egal wo, egal wie, egal was. Wo ist die 1? Die Fläche. Das ist neben der 20. Aber nicht die Zahl. 20 ist oben. Hey, wie Darts wären. Also die Promi-Darts. Ach, stimmt. Ja, aber ist die 20 rechts, die 1 rechts oder links? Du hast ja die Promi-Darts-WM moderiert. Ey. Hat war auch ein Erfolg, erinnere ich mich. Du könntest schon richtig stehen. Die Leute haben dich geliebt. Die Leute haben dich geliebt. Denkt an eure Fehlversuche. Guck mal. Glaub, ihr müsst euch entscheiden. Also du bist dir sicher, Joko, dass die Fläche der 1 irgendwo da ist? Also du sagst, in der Mitte ist die 20. Du sagst, links oder rechts ist die Fläche der 1. Nee, ich glaube es. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine ja. Das Ding ist faktisch, ja, egal. Fuck it, wir machen das jetzt so. Wollt ihr beide die Position ändern? Ihr bleibt so stehen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe in meinem ganzen Leben 5-mal auf eine Dartscheibe geworfen. Ich war immer mit Biertrinken beschäftigt in solchen Situationen. Ich denkt auch. An eure 4 Versuche. Trotzdem durfte ich es moderieren. Trefft ihr die 1, ja oder nein? Ja! Aber guck mal, die 5 und die 1, beide getroffen. Beide getroffen.
Wie? Top. Nein, weil du hier gesagt hast, die 20 ist in der Mitte und links oder rechts. Ja. Also ihr hättet beide Zahlen getroffen, auch wenn die 1 auf der anderen Seite gewesen wäre. Super gemacht, kein Fehlversuch habt ihr gebraucht. Ihr habt noch 37, um diese Show für euch zu entscheiden und Programmdirektoren zu werden. Wer bin ich und wenn ja, wohin, heißt Spiel Nummer 4. Wir zeigen euch einen Ausschnitt auf dem LED-Boden und anhand dessen müsst ihr einschätzen, wo sich andere Dinge auf dem LED-Boden befinden und eine Frage beantworten. Wir kommen zur nächsten Runde und zwar geht es jetzt um die Joko und Klaas Instagram-Seite. Die seht ihr hier. Und ich möchte von euch jetzt gerne wissen, wo steht auf dieser Seite das Wörtchen folgen? Also nicht gefolgt, sondern folgen. Wenn ihr auch nur mit einer Fußspitze diesen Bereich trefft, habt ihr es geschafft, ist es kein Fehlversuch. Hier so, ne? Oder? Komm, lass uns mal hier so aufstellen, so breit irgendwie. Es reicht eine Fußspitze. Ungefähr. Ja. Die Instagram-Seite von Joko und Klaas. Wo steht folgen? Sollen wir einloggen? Ja, check mal. Gut, und wir checken das. Und folgen steht. Oh. Wo ist das? Das steht ja auf eurem Bild. Hier steht folgen. Hier. Was? Hä? Da, ach ja, klar. Ja, ist natürlich viel größer als auf dem Handy. Ja, das hat uns verwirrt, weil das größer ist als auf dem Handy. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht verwirren. Ja, wie soll man das wissen? Das ist ja viel größer als auf dem Handy. Wir kommen zu Bild Nummer 4. Ihr seht hier das Haus auf einem Verkehrsschild. Und zwar... Wo ist der Ball? Wo ist die Straße? Ist das ein Verkehrsschild für eine Spielstraße? 7 Stundenkilometer. Und ihr müsst jetzt dort stehen, wo sich der erwachsene Mensch befindet. Wo ist der erwachsene Mensch auf diesem Verkehrsschild? Hier. What? Wieso, wie groß soll das Schild sein? Das ist größer, als du denkst. Ja, gut, klar, das ist ja auch nicht Originalgröße. Ja, nicht genau. Muss man also das ist größer als auf eurem Handy, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß gar nicht. Also habt ihr so ein Schild habe ich zuletzt 1996 gesehen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich fährt immer so. Mein Kumpel Nils, der hat in so einer Spielstraße gewohnt und da war ich da oft. Ja. Gut, jetzt probieren wir mal, ob ihr Linie. Das getroffen habt. Wo ist der erwachsene Mensch? Gut. Da. Baum, da war doch immer ein Baum. Baum ist ja kein Baum mehr. Haben die das Schild geändert? Mit dem Baum war das ja viel schöner. Ja, von 1996 bis heute haben sie das Schild geändert. Das kann sehr gut sein. Bild Nummer 5. Wir zeigen euch den Ausschnitt einer... So richtig emotionslos hingenommen, dass wir das nicht geschafft haben. EC-Karte. Den ich wusste. Das ist der Ausschnitt einer EC-Karte. Meine Frage dazu, wo befindet sich das gültig bis? Wo befindet sich das gültig bis? Eine EC-Karte. Das macht keinen Sinn. Wir müssen uns wirklich weit auseinander. Ja, ja, aber ich... Da so? Gehst du da hin? Nee, aber das ist zu nah. Wenn ich darüber gehe, RWR, müsste ich da runter? Oder hier so? Ich weiß, weil das ist der Chip. Hier ist das die Nummer, dann ist der Name. Okay. Ja, würde ich sagen hier so. Ich sag hier so. Gültig bis auf einer EC-Karte, ihr bleibt stehen und wir zeigen euch, ob das stimmt. Was? Nein. Da hinten in der Ecke. Da! Das ist bei der Kreditkarte anders, ne? Ja, bei der Kreditkarte ist, glaube ich, direkt drunter, oder? Ja, hier. Bei der Kreditkarte ist, glaube ich, hier. Oh, ja. Ist aber eine geile Idee. JKP 7 Bank. 34 Versuche habt ihr noch. Keine Seid ihr bereit? Investments mehr. Keine Start-ups. Das nächste Bild? Keine Start-ups. Start-up-Verbot. Das war Bild 5. Jetzt kommt. 7 müssen wir. Ja. 7 haben wir. Ja, 7 insgesamt. Jetzt kommen wir zu Bild Nummer 6. Und wir befinden uns jetzt auf einem der bekanntesten Gesellschaftsspiele überhaupt. Und zwar Monopoly. Hier seht ihr die Schlossallee. Für 8000 Mark. Wer hat denn das gemacht? Und ich möchte gerne von euch wissen, wo ist das Gefängnis? Ihr müsst das Gefängnis treffen oder auch nur, das nur zu Besuch fällt. Wo ist das Gefängnis? Hier, hier, da, da, da. Was ist es gegenüber? Gegenüber, meine ich. Ja.
Ist da nicht los und da ist Keiner hilft bitte, absolute Stille. Ihr ist könnt da nicht Gefängnis? Ich hätte gesagt, da ist los. Nee, da ist Gefängnis, wenn dann, oder? Ach, was weiß ich, ey. Aber das wird mir hier jetzt gerade so ein bisschen... Na, wir müssen nochmal nachdenken jetzt. Ja, aber ey, sorry. Es ist eine von den Ecken, da sind wir uns einig, ne? Und darüber reden wir gerade. Was ist okay. los? Was stört dich denn? Ist gut. Ich spiele sowas wie Uno. Mit Jakob Lund, was ich keinem empfehlen kann. Falls Sie jemals Jakob Lund im Urlaub treffen und der möchte mit Ihnen Uno spielen, don't. Wirklich. Warum? Weil ist er so gut den schon mal oder so schlecht? Ja, der hat einfach seine eigenen Regeln und es kotzt einen an. Achso. Das ist so einer, der zwischendurch eine Karte legen darf, aber das ist so renitent, dass er sagt, hör auf mit dir zu spielen, so sind die Regeln. Das kann man doch alles googeln. Die Regels sind die Regels. So, also ich würde jetzt mal sagen... Also du sagst da. Es kann auch da sein, oder ja, natürlich kann es auch da sein, das ist ja... Also es ist auf jeden Fall eine Ecke. Es ist auf jeden Fall eine Ecke. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ein bisschen mehr so. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen breiter hinstellen, Klaas. Ja, guck mal, nein, hier, guck mal, das ist ja so. Aber fehlt eine Ecke noch. Aber genau, die Ecke fehlt. Und dann, wenn du da stehst, müsste ich aber dann hier stehen. Ja, ja, genau. Wobei, ich könnte ja auch so. Lass mal gucken. Es reicht eine Fußspitze. Kannst du mal anmachen? Bitte? Das mache ich sehr gerne. Ich wollte euch nur die Gelegenheit geben, noch ein bisschen zu diskutieren. Ich mache gerne an. Mach mal an. What? Ah. Aber ich Los. Hatte recht. Ich hatte aber recht. Gefängnis. Freibad. Aber ich hatte recht. Und ich wäre natürlich bei Freiparken gewesen. Aber ich kaufe die Berliner. Das wäre doch... Ey, wollen wir nicht eine Runde Monopoly spielen? Jetzt. Können wir Würfel und Gelder haben? Mit echten Menschen? 33 Versuche habt ihr noch. Also ihr könnt heute Abend gerne nach der Sendung noch alleine Monopoly spielen. Wenn wir 24 Stunden ein Programm machen, möchte ich mit dir Monopoly spielen. Hier. Machen wir. Habt ihr noch Lust auf ein Bild? Ja! Also es ist ein sehr gutes aber Spiel. Können wir, nicht, wir können doch eine Stunde lang von diesen 24 Stunden spielen wir eine Stunde lang nur Gesellschaftsspiele. Also dann fangen wir an mit sowas Einfachem wie wir fangen an mit Krokodok. Aber ich möchte, dass Jakob mit uns Uno spielt. Du wirst ausrasten. Ja. Wirklich. Wir müssen Jakob Lund. Wir sagen ihm nicht, was hier passiert ist heute Abend. Er wird das niemals erfahren. Aber das ist eine sehr gute Idee, dass wir spielen die ganze Zeit Gesellschaft wieder, um auch so ein bisschen die Kinder wegzuziehen. Also nee, sitzen ja vom Fernseher. Na, ist egal. Also, aber ist egal, dass sie halt wieder Bock kriegen, danach mit ihren Eltern oder mit Freunden, dass sie dann sagen, Fortnite, schön und gut, aber jetzt wird gesiedelt. Boah. Finde ich gut. Wir haben noch ein Bild. Und zwar seht ihr... den Ausschnitt eines 50-Euro-Scheins. Und ich möchte von euch wissen, wo befindet sich die EU-Flagge auf diesem 50-Euro-Schein? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Joko. Weiß ich nicht. Weiß ich überhaupt nicht. Da oben. Man hat so wenig Bargeld in der Hand, finde ich. Ist ja wirklich so. Man kann ja überall, man kann ja Parktickets mit... Handy bezahlen. Wenn ich Bargeld in der Hand habe, ist meistens sehr dunkel. Vielen Dank. EU-Flagge, wo ist die? Ich gehe doch mal Geld holen. Ja. Wie man kann ich mit Karte zahlen? Okay, ich gehe Geld holen. Also da ist die EU-Flagge. Nee, gar nicht. Ich stelle mir nur gerade... Nein, ich wollte es dir nur erzählen. Ich stelle mir nur gerade 50er vor. Ich weiß nicht, ich stehe hier vielleicht drauf. Ja. Also nochmal für euch beide. Machen wir. Das ist natürlich kein original großer 50-Euro-Schein hier auf dem LED-Bild. Wir wissen es nicht. Mach Licht an. Ich mach Licht an. Licht an. Also mal und ist das richtig? Ja! Yeah! Wow! Guck mal, du hast doch gelacht. Hätte ich den Fuß nicht hochgesetzt. Ich hab nicht gelacht. Ich hab dich bewundert. Ich hab dich bewundert. Gemacht. Gut, ihr beiden, das war ein schwieriges Spiel, aber ihr habt es trotzdem gemeistert. Wir schauen uns jetzt gemeinschaftlich noch einmal an, wie viele Fehlversuche ihr mittlerweile schon gebraucht habt und wie viele ihr noch übrig habt. 6, 2, 4 und 5, 33 Versuche habt ihr noch für zwei Spiele und das Finale.
Übrigens, andere Videos auf diesem Kanal findet ihr hier. Ja, wenn ihr den abonnieren wollt, dann müsst ihr da oben klicken. Nee, hier. Da? Da. Da. Genau. Okay, gut. Und da gibt es ganze Folgen, und zwar auf Join. Auf Join. Bock?